Jetzt geht's los. Viel Spaß bei Flanstown TV mit Remax Immobilien, Stefan Ketelsen. Von Haus aus gut. Nicht Waldsbühl, sondern Waldsbüll. Ja, und außerdem mehr Frauen in den Beiträgen. Auch Bikinis statt Borbags. Ich hab da keine Lust. Max, die Sendung geht los. Ich bin Max und das sind unsere Beiträge. Heute bei Flanstown TV. Breakdance vom Feinsten bei The Move. Nachwuchstalent Tim Erichsen live bei Max im Studio. Und die große WG-Umfrage auf dem Campus Bowl. Jetzt bei Flanstown TV. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Flanstown TV. Heute mit der ersten Frauenbeauftragten, habe ich zumindest gehört. Man mag es kaum glauben, wir bekommen manchmal Zuschauermails, ja. Und diese Zuschauermails, die kommen nicht nur ausschließlich aus Flensburg und Umgebung, sondern wir bekommen Mails aus Hongkong, wir bekommen Mails aus Kanada und sogar aus dem schönen Bayern. Das sind meistens Menschen, die früher hier in Flensburg oder Umgebung gewohnt haben und über uns jetzt ein wenig Kontakt in die alte Heimat pflegen. An dieser Stelle also ein herzliches Ni Hao, ein herzliches Welcome to the Show und ein herzliches Grüß Gott an alle Zuschauer in der großen, weiten Welt. Manchmal bekommen wir aber auch ganz grandiose Themenvorschläge, so geschehen bei einer Veranstaltung in der Comenius-Schule, wo die Veranstaltung The Move stattgefunden hat. Und normalerweise betteln sich bei uns ja immer nur Diara und Morten, aber diesmal waren das ziemlich geniale Breakdancer. Was da abging, seht ihr jetzt. So, normalerweise kennt man unser Town Battle, heute mal ein ganz anderes Battle, nämlich Battle Breakdance, heute beim Move 2013 und das schauen wir uns mal von innen an, die hopsen und tanzen schon alle drin rum. Einfach bombastisch. Ich hätte mir das für diesen Start, für den ersten Move, den wir haben, hätte ich mir das nicht so toll vorgestellt, muss ich sagen. Wir haben gar nicht so viel Werbung gemacht und trotzdem sind so viele tolle Leute hier. So, ich stehe hier mit dem Sieger Dennis. Heute, wie war es insgesamt? Ja, also als erstes hätte ich gedacht, dass ich nicht weiterkomme, aber naja, Finale und Finale gewonnen, schon eine krasse Ehre für mich und vor allem, ja, kann man einfach nicht beschreiben, tolles Gefühl. Also die Konkurrenz hast du schwerer eingeschätzt? Ja, schwerer, aber ich war so erstaunt, dass es leichter war zu gewinnen, aber naja, es geht ja nicht ums Gewinnen, es geht um Spaß haben. Aber es ist eine schöne Sache, so einfach mal alle Leute zusammenzukriegen, ja. Musik zusammen zu hören, einfach Spaß zusammen haben. Würdest du nächstes Jahr auch dabei sein wieder? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist hier The Move und alle B-Boys treffen sich aus jeder Stadt und ich meine, ist toll hier. Und man lernt sich halt besser kennen und kann Moves teilen. Und dann zusammen nochmal irgendwo treffen und nochmal ein bisschen selber trainieren. Ja, okay. Gut, dann bedanke ich mich herzlich. Super. So, ich stehe jetzt hier mit Dennis, eigentlich derjenige, der das alles organisiert hat, derjenige, der hinter allem steht. The Move, großes Event, würde ich mal sagen, Breakdance hauptsächlich, aber ganz vieles andere. Wie kamst du auf diese Idee, dieses Event zu veranstalten? Auf die Idee kam ich eigentlich, weil ich die Interesse zum Tanzen einfach schon seit über 10 Jahren habe und auch einfach mal Lust hatte, selber ein Event zu planen. Und durch meinen Beruf, weil ich sehr viel mit Jugendlichen zu tun habe und so, habe ich mir auch gedacht, dass ich unbedingt mein Hauptaugenmerk auf den Nachwuchs richten möchte, dadurch auch das 1 gegen 1 und ja, der Spaß am Tanz einfach. Und ich möchte, dass Flensburg so ein bisschen daraus auch mal ein positives Feedback zieht, dass hier eine Menge abgeht und so.
Also The Move ist halt eine Breakdance-Schrägstrich Hip-Hop All-Style-Veranstaltung. Es gibt auch noch eine zweite und so. Wir sind ja nicht die einzige. Und ja, so ist es eigentlich entstanden an sich dann. Wie lange dauert so eine Veranstaltung zu organisieren? Wie lange hast du dafür gebraucht? Also ich persönlich habe dafür ein bisschen länger gebraucht, weil ich den Anfang vor einem halben Jahr gemacht habe und dann ein paar Sponsoren wieder abgesprungen sind und so. Und ja, insgesamt habe ich 6 Monate gebraucht. Und das ist ja nicht die einzige Sache, die du machst persönlich, sondern du hast ja auch AGs für Breakdancer. Wie läuft das dann so ab? Kann man sich einfach anmelden, jeder, der Bock hat? Ja, also es ist immer die Frage, wo. Also ob an Tanzschulen oder an einer Comino-Schule hier zum Beispiel. Ich bin hier an der Comino-Schule, auch als pädagogischer Betreuer. Habe somit auch die Chance, eine AG anzubieten unter anderem. Da können alle Schüler hier mitmachen, die an der Schule sind zum Beispiel. Der Kurs geht 90 Minuten. Ist halt ein lockeres Warm-up. Tanzen, reden natürlich sehr viel über Hip-Hop-Geschichte, B-Boying und so. Und ja, das findet halt regelmäßig einmal die Woche statt. Und du glaubst dann, dass Breakdance und insgesamt mehr Tanzen wird in Flensburg in den nächsten Jahren ein bisschen mehr gepusht sein und wird mehr von gesehen werden? Ja, also ich kann nicht wissen, was in Zukunft passiert. So. Ich hoffe natürlich. Also wenn es Leute wie die da drinnen jetzt gibt zum Beispiel, die pushen das dermaßen, dass es auch immer am Leben bleibt. Und, ja. Beim nächsten Mal mache ich da auch mit. Ich trainiere jetzt noch ein Jahr und dann geht's ab bei dem Move. Naja, vielleicht mal sehen. Im Flensburger Schifffahrtsmuseum kam es kürzlich zu einem ganz besonderen Konzert. Die Harfenkünstlerin Nathalie Ingvarsen spielte mit dem chilenischen Gitarristen André Godoy ein Konzert. Das ist jetzt erstmal nicht so spannend, aber wenn man bedenkt, dass Godoy mit 14 Jahren seinen Arm verloren hat, dann ist das schon ein Beitrag wert. Und wir haben die Künstler backstage getroffen. Wir haben uns auf der Ochseninsel kennengelernt, hier in der Flensburger Förde. Und Andres hatte abends ein Konzert und ich war nachmittags einfach da und habe auf der Veranda Harfe gespielt. Und Andres hat mich gehört und war total begeistert und ich war abends im Konzert und war total begeistert und wollte ihn fragen, ob er nächstes Jahr, wenn er Europa-Tournee macht, Lust hat, mit mir zu spielen. My story now. I was in this island taking a brief breakfast with a friend and in a moment someone walking for the island. I was my first impression when I saw and the second impression when she played. I tried to make some signal, so sign. To play. And at the night when I played, she came. In this moment, started a nice relation, like a friendship. We are different cultures. That's all, because for me, it could be so boring here. And in Chile, where in every moment, a lot of sun, a lot of dance, a lot of talk. Ich habe auch mal eine Zeit lang mit Nicky Bendix gespielt, einem dänischen Keyboarder. Und ich mache manchmal Konzerte mit zwei anderen Musikerinnen und Musiker, wo es eigentlich nur darum geht, aus dem Moment zu spielen. Also alles improvisiert. Und das bringt sehr viel Spaß. Da haben wir die ganze Bühne voller Instrumente und niemand weiß, was passiert. Sowas mache ich und ich spiele auch in Krankenhäusern zum Beispiel. Und manchmal mache ich einen Rhythmus-Workshop. I'm a musical producer of a lot of very successful band of rock. The music for me is the essential in my life. It's the big way. From a little child, I was connected with the power of the music. What is the music, finally? Not only one kind of music, all the music. I listen classical music and I listen thrash metal, or Ravel, and I listen Mechuga. All the music
All the music for me is like a medicine. Ja, da soll noch mal einer sagen, dass wir kein Programm für Leute im Studentenalter haben. Also, ne? Aufgepasst. Deutlich jünger wird es jetzt aber wieder hier bei uns bei Flensdown TV. Es bleibt aber musikalisch. Ich habe bis dato jüngsten Gast bei mir sitzen, Tim Eriksen. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Doch, sehr gut. Danke. Sehr gut. Du warst bei The Voice Kids und hast da mitgemacht. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Und wie bist du denn darauf gekommen, auf so eine abgefahrene Idee da mitzumachen? Also auf die Idee gekommen bin ich durchs Fernsehen. Ich gucke sehr viel Fernsehen. Und als ich dann ja, die Werbung gesehen habe, dachte ich einfach mal, warum? Kann doch Spaß machen, einfach mal anmelden. Ja, guckst du viel solche Casting-Shows schon immer oder ist das jetzt so, bist du zufällig darauf gestoßen? Oder war das schon immer so ein bisschen so ein Traum, das zu machen? Ja, also ich singe sehr, sehr gerne und natürlich freut man sich, wenn man auch vor einem großen Publikum singen darf. Und deswegen, ich gucke auch gerne Casting-Shows und ja. Ja. Und ist es denn auch so dein Traum, mal Sänger zu werden? Oder ich habe jetzt auch schon gehört, dass du in der Theater-AG bist. Oder ist vielleicht auch Schauspieler eine Option? Also Schauspieler ist natürlich eine Option, aber ich werde doch lieber Sänger werden. Ja? Das ist mein größter Traum. Und was singst du denn so am liebsten? In welche Richtung geht das so? Am liebsten singe ich eigentlich meistens Pop und was gerade in den Charts ist. Also immer das Neueste. Immer das Neueste. Am Zahn der Zeit also, sozusagen. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Mit welchen Songs bist du da bei The Voice dann aufgetreten? Also in den Blind Auditions habe ich von Kings of Leon You Somebody gesungen, bloß in einer langsameren Version von Laura Jansen, glaube ich. Mhm. Und in den Battles bin ich mit Fascination von Alphabeat in den Ring getreten. Nicht schlecht. Dann erzähl mal unseren Zuschauern, weil die waren 100% noch niemals. Vielleicht nicht 100%, aber viele waren bestimmt noch nie in so einer Show. Wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft das ab? Also viele Leute denken, das ist das Fernsehen, das ist, ja, das nutzt die Leute aus, aber es ist gar nicht so. Mhm. Die Kinder waren zusammen in einem Hotel und es war wirklich schön, man lernt sich untereinander kennen, man findet neue Freunde, das ist völlig ungezwungen, das ganze Voice-Team ist auch nett. Es ist einfach nur schön, das ist zwar auch ein bisschen stressig, aber natürlich wegen den ganzen Aufnahmen, aber es macht sehr Spaß, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ist es denn so, dass man erst Blind Auditions hat, bevor man dann überhaupt im Fernsehen ausgestrahlt wird, ne? Oder? Ja. Wie viele muss man also machen? Also es gibt als erstes ein Casting, weil da melden sich auch manchmal Leute an, die nicht so gut singen können. Das sieht man ja ab und zu auch ja, mal bei nett ausgedrückt. Der einen oder anderen Show. Und dann kommt nochmal ein Nachcasting und da wird dann ausgewählt, wer in die Blind Auditions kommt. Okay, und das sind dann also im Grunde drei Runden sozusagen, oder was sind das dann? Ja, bis man in die Blind Auditions ist. Genau, und dann muss man die Blind Auditions machen, einmal oder einmal vorsingen? Ja. Und dann kommt man in die Sendung rein, ja, sozusagen, wo dann die drei, wer war das? Ja, Henning war das? Henning Wieland, Lena Meyer-Landrut, genau, und Tim Bensko. Und Tim Bensko, ne? Und du warst bei Team Henning, ne? Ja. Genau. Und dann kommt man dahin, wo die sich dann umdrehen am Ende, dann, genau. Ja, das ist ja irgendwie total spannend irgendwie. Also ich war selber auch noch nie bei sowas und ich weiß auch gar nicht, ob ich mich das trauen würde. Hattest du es schon immer irgendwie, dass du so ein kleiner Rampensau warst irgendwie? Ja, also ich liebe es, im Mittelpunkt zu stehen. Zwar vor den Kameras ist man immer etwas aufgeregt, aber wenn man dann auf der Bühne steht und einfach anfängt zu singen, dann ist es eigentlich wie weggeblasen. Ja. Man freut sich dann einfach nur noch singen zu können. Ja, wie ist das? Schon ein gutes Gefühl, wenn da irgendwie das ganze Publikum nur aufsteht und klatscht und alles, oder? Ja, natürlich. Man ist am Anfang auch ein bisschen skeptisch. Man fängt an zu singen, alles ganz ruhig. Dann denkt man, oh, habe ich jetzt schon was falsch gemacht? Ja. Aber wenn dann alle applaudieren oder rufen, dann freut man sich und dann wird es eigentlich noch besser. Ja, dürftest du jetzt rein theoretisch nochmal bei einer anderen Castingshow mitmachen oder bist du jetzt erstmal, wenn für Deutschland so den Superstar Kids gesperrt oder so? Das glaube ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht. Du dürftest jetzt rein theoretisch nächstes Jahr wieder antreten sozusagen, ja, wenn es das geben würde. Ah, okay. Ja, das ist ja schon mal ein Vorteil. Ne? Dann kann man ja irgendwie jedes Jahr versuchen, da weiter nach vorne zu kommen irgendwie. Hast du denn jetzt auch schon vor... Oder ist irgendwas geplant, dass du eine Single irgendwie machst oder so? Oder erstmal nicht? Noch nicht. Noch nicht. Also, liebe Produzenten und Musikhersteller, wenn ihr irgendwie einen talentierten jungen Mann sucht, hier sitzt er,
Du gehst ja noch zur Schule vermutlich. In welche Klasse gehst denn du? Ich gehe in die 8. Klasse. Die 8. Klasse. Aufs Gymnasium, Realschule? Ja, Gymnasium. Gymnasium, da hast du ja noch ein bisschen was vor dir. Also hast du ja noch Zeit, deine Karriere weiter auszubauen. Schauspiel. Ja, singen. Auf jeden Fall. Ich werde es auf jeden Fall probieren. Ja, das ist das Wichtigste. Also man muss da immer seinen Träumen hinterherrennen. Das darf man nicht einfach aufgeben. Auch wenn man dann von manchen Leuten gesagt bekommt, nee, das hat jetzt nicht geklappt. Ist ja so. Ne? Nicht sich einreden lassen, einfach immer weitermachen. Ich freue mich sehr, dass du heute da warst, dass du uns ein bisschen erzählt hast, wie das da so ablief bei The Voice Kids. Ich wünsche dir weiter viel Erfolg mit Schauspiel, mit dem Singen. Dankeschön. Was wäre die Option, wenn es von beiden nichts ist? Irgendwie noch eine dritte Option? Vielleicht Lehrer werden. Lehrer in Deutsch werden. Oder Englisch. Deutsch oder Englisch. Das ist was ganz Sicheres. Da freut sich bestimmt Papa und Mama, freuen sich bestimmt. Oh, ich will Lehrer werden, das ist gut. Da bekomme ich jeden Monat mein bestes Gehalt. Lass dir nichts einreden. Ich freue mich sehr, dass du hier warst. Ich wünsche noch weiter viel Spaß, viel Erfolg und vielleicht sehen wir uns ja bald wieder. Ja. Wer weiß, vielleicht sitzt du ja nächstes Jahr auch schon wieder auf der Couch hier. Danke sehr. So, das war Tim Erichsen. Bei uns geht es jetzt weiter mit einer weiteren Kategorie. Wir waren auf dem Waldsbüll und haben mal gefragt, wie schlau ist denn eigentlich Waldsbüll? Moin, moin. Ich habe so ein paar kleine Fragen an euch. Ja. So, in welchem Jahr fand das letzte Waldsbüll Open Air statt? 98! Das sagt mein Publikum, 98! 98! Warum bist du dir da so sicher? Weil mein Kollege in Banzhauser hat mit 98! Sieh durch! Ich würde ganz kurz und knapp sagen 2001, aber war ja fast ein 3 Jahre Unterschied, das passt schon. Montreal-T-Shirt, da habe ich vielleicht ein paar Fragen für dich. Keine Sorge, ist nicht so schwer. Ja, okay. Ja, aus welcher Stadt kommt denn Montreal? Ja, das weiß ich nicht. Bielefeld. Rostock. Machen wir mal eine Runde. Pass mal auf, irgendjemand das weiß. Ich habe auch eine Ahnung. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Hat eine Stadt, Mann. Klebo. Berlin. Frankfurt. Hamburg. Ja! Aus wie vielen Mitgliedern besteht die Killerpilze? Die Band. Vier. Vier. Drei, schon wieder falsch. Sauber, das verkehrt. Fünf. Bäb. Drei. Oh, hier waren wir. Weißt du, wie die Brüder von Killerpilze heißen? Fritz und Karl. Ich heiße Karl, aber das ist nicht richtig. Und wisst ihr denn, wann das letzte Waldsbüll Open Air war? 10 Jahre. 15? 15, glaube ich. Was für ein Jahr? 15 Jahre weniger, ne? 98, 2000. Ich guck mal selber mal drauf. Ah, fast 2001. Das war schon mal fast da. Für wen bist du heute hier? Illegal 2001. Illegal 2001. Da habe ich gleich mal eine Frage für dich. Wie heißt denn der Leadsänger? Das weiß ich nicht. Nein, das weiß ich nicht. Kein Problem. Thomas. Kann ich Thomas Lötsch? Ja, ich oder Tommy. Tommy. Ah, okay, gut. Und wie heißt das aktuelle Album von Montreal? Das aktuelle Album von Montreal. Ich kenne nur ein Lied, Alter. Endlich wieder Disco-Zeit. Das wissen wir auch nicht. Wir okay, kein Problem. Nein, das ist so schlimm. Wo kommt Montreal denn her? Aus Bad Schwartau. Ja. Nein, das ist ein bisschen. Dann nehmen wir einfach Leipzig. Hamburg. Ja. Hamburg. Sehr schön, noch ein Punkt. Weißt du nur, aus wie vielen Mitgliedern die Killerpilze besteht? Da müsste ich Lenny fragen, der weiß das. Und warst du denn letztes Mal auch dabei bei Waldsbüll? Weißt du, wann das stattfand? Ja, also 2000 oder 99? 2001. Ja, da bin ich aber dabei gewesen. Der volle Name von Rod. Welcher Rod? Der Bassist von den Ärzten, der heute mit Marsh Shaky ist. Ja, das ist ja genau das, was ich von dir wissen will. Rodriguez González. Ja, das ist knapp. Rodrigo André González Espidola. Naja, war in Ordnung. Wieder halber Punkt. Halber Punkt. Gut. Und jetzt habt ihr ungefähr 6 Punkte gesammelt. Das heißt, ihr gewinnt. Das gibt ein Getränk. Ein Handdruck von mir. Ja, geil! Danke! Ich wünsche euch noch viel Spaß, ne? Zur Verteidigung der Befragten sei gesagt, es war Vatertag. Wir waren also um jede richtige Antwort froh. Erinnert ihr euch noch an den Campus Cup? Unter neuem Namen läuft das Ganze jetzt nämlich Campus
Bowl. Ja? Das letzte Mal haben wir Karl dahin geschickt und jetzt hat Diara aber gesagt, ich möchte auch mal dahin, ich möchte auch zum Campus Bowl. Und dann haben wir gesagt, okay Diara, dann geh zum Campus Bowl. Und sie hat sich mal umgehört zum Thema WGs unter Studenten. Wir sind heute beim Campus Bowl und so langsam füllt sich die Halle hier hinter mir. Und bevor es aber losgeht, FH gegen Uni, wollen wir ein paar Studenten abgreifen und fragen, ob sie in einer WG wohnen und ob das funktioniert oder nicht. Hallo, kann ich euch mal kurz was fragen? Wohnt ihr in einer WG? Ja. 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 Du auch? Wohnt ihr zusammen? Nein, nee, nee. Und mit wie vielen Leuten wohnt ihr da? Zu viert. Zu viert? Und das funktioniert? Das funktioniert prächtig. Das funktioniert prächtig. Sind ja. Das nur Jungs, Mädchen? Nee, gemischt so. Gut. Zwei, zwei. Okay. Drei, und du? Ich wohne mit einem Mädel und einem Jungen noch zusammen, also zu dritt. Seid ihr auf dem Weg zur Uniloge oder zur FH-Loge? Zur FH natürlich. Zur FH natürlich. Da muss ja. Auch, glaube ich, noch ein bisschen Verstärkung ran. Ist das so? Sieht ja. Das schlecht aus? Naja, also es sieht ein bisschen besser hier drüber aus. Ja, da muss ich noch mal ein paar Leute ranholen, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Ja. Morten, wohnst du in der WG? Nee, ich wohne nicht in der WG. Wohnst du nicht in der WG? Nee. Alleine? Studentenwohnheim, genau. Okay, und warum wohnst du nicht in der WG? Ja, nee, man hat ein bisschen seine Ruhe und kann ein bisschen Zeit für sich haben fürs Lernen. Fürs Lernen, ja genau. Okay, ja, danke schön, das ja, war's schon. Gerne. Danke, ciao. Und du? Ja, ich könnte mich auch gerne fragen. Ja, wohnst du in der WG? Ja, ich wohne in der WG. Und wie viele Leute wohnen da? Zu dritt. Zu dritt? Ja. Jungs, Mädchen? Zwei Mädels und ich. Und das funktioniert? Ja, finde ich ganz gut. Ja, findest du ganz gut? Die putzen regelmäßig, das ist alles cool. Oh, das ja. Gibt's ja gar die kochen nicht. Schön und so. Das, und, ja, es passt alles. Es passt ganz gut zusammen. Und, okay, das sehen die aber dann auch so. Ja, die anderen sehen das auch so. Alles klar. Der letzte Campus-Cup-Sieger. Ja, wen haben wir denn hier? Wie heißt du? Steffen Zwalinner. Wer ist das? Und du hast quasi den Campus-Cup gewonnen. Nee, das kann man so nicht sagen. Das war ja war eine Teamleistung. Ich war nur ein Drittel des Teams und deswegen... Okay, aber du hast am Ende nochmal... Das hat er jetzt gesagt. Ich bin nur Teil des Teams. Das ja, ist so. Und was meinst du, wie das heute ausgehen wird? Natürlich gewinnt die FH. Natürlich. Ganz klar, die brüllen wir natürlich nach vorne. Wir haben natürlich einige Sprüche eingeprobt. Habt ihr? Wir werden ganz schön laut sein, also seid gefasst, okay. das wird ganz schön heftig. Okay. Ja, cool, dann wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß. Du wirst interviewt für Flenstown TV? Nein! Genau! Ein Video gesehen. Hast du? Max, wollen Sie den richtig, ganz ein genau. Von mir, der letzte Jahr nämlich auch mitgemacht. Ja, leider verloren natürlich. Und warum genau in Flensburg? Weil es die beste Stadt der Welt ist! Weil es am Wasser liegt. Die geilsten Fans. Wir oh. waren leider oh. nicht im Kaltstadt. Aber du hast es ja... Nein, nicht ich, wie gesagt. Wieder nicht rausgerissen. Nicht ich. Wohnt ihr in einer WG oder wohnst du in einer WG? Ja. Und funktioniert das gut? Ja, ich verstehe mich mit meiner Mitbewohnerin sehr gut. Also wohnt ihr zu zweit? Ja. Nee, wir sind vier Leute zusammen, also mit drei. Nur Jungs oder auch Mädels dabei? 50-50. Bei uns ist die Frage ganz, ganz schlecht. Also funktioniert es nicht besonders gut. Nein, nein. Nein. Wohnt ihr zusammen oder? Nein. Nee. Das würde auch nicht funktionieren. Das würde auch nicht funktionieren. Nein. Okay, also mit wie vielen Leuten wohnt ihr da jeweils? Einer Person noch. Einer Person. Und du auch? Naja, also meine Mitbewohner ist vor zwei Tagen tonlos ausgezogen. Ah, gute Stimmung, vernehme ich da. Wo kommt ihr denn? Ja, wir haben uns jetzt mal umgehört, wie das mit den WGs in Flensburg hier aussieht. Und mal mehr, mal weniger gut. Einige Kommentare sind ja ganz ausgeblieben. Manchmal schweigen ja mehr als Gold sozusagen. Und ja, wir schauen einfach mal, was uns nächstes Mal so einfällt, was wir Flensburg fragen können. Tja,
so ist das mit dem WG-Leben. Einfach spurlos, ohne Worte verschwunden. Da kann man leider nichts machen. Das war's leider heute wieder mit Flenstown TV. Beim nächsten Mal geht es weiter mit der Inside Challenge hier bei mir im Studio. Außerdem wird Dub Sounds zu Gast sein. Und es geht natürlich weiter mit der ultimativen Battle zwischen Diara und Morten. Nach dem 3x3 Fragen und dem Facebook-Battle geht es dann zum Wurf-Battle. So viel sei schon mal verraten. Ihr könnt natürlich wieder beim nächsten Mal oder nächsten Woche via Facebook tolle Preise gewinnen, indem ihr auf den richtigen Sieger tippt. Bis dahin macht es euch gut, entspannt euch bei schönem, hoffentlich schönem Wetter. Und ja, wir sehen uns in 14 Tagen. Bis dann, euer Max. Manchmal erreichen uns auch Themenvorschläge, auf die wir sehr gerne zurückkommen. So geschehen bei dem Beitrag oder bei der Mail von... Das war's. Bis zum nächsten Mal mit Flenstown TV und Remax Immobilien. Von Haus aus gut.